Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, TFT-Weltmeisterschaft Game Nummer 4. Wir haben eine Lobby mit Salvi, unserem deutschen Vertreter, der eine große Aufholjagd starten muss. Und das hoffen wir jetzt auch tun wird. Ja, toi toi toi, Salvi. Leider 3 schlechte Partien zum Start, aber natürlich jetzt wieder alles drin. Hat leider den fiesen Eis in der Lobby und das ist momentan der Erstplatzierte. Der ist also sehr, sehr stark unterwegs. Ansonsten auf jeden Fall schlagbar eine Menge Amis nämlich und die sind ja eigentlich Free Loot. Insofern denke ich, geht hier einiges. Degree und Weird haben wir mit dabei. Das sind so die NA 3 und 4. Natürlich trotzdem nicht zu unterschätzen, Spaß beiseite. Aber ich glaube, Salvi ist auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie der Konkurrenz unterlegen. Er braucht einfach mal ein bisschen mehr Glück. Ja, also ich glaube, da können wir aus dem Twitch-Chat auch ordentlich anfeuern. Ne? Also da brauchen wir ein bisschen Support und du brauchst von mir auch noch irgendwas. Ich weiß nur noch nicht genau was, aber das finden wir garantiert hier auch noch heraus. Und ja, wir werden im Endeffekt hier natürlich jetzt das schön verfolgen können, wer welche kommt, wieder reingeht. Wir werden da einiges testen. Ah, fantastisch. Ja, ich wollte einfach auch mal wieder meinen Chat lesen können. Dann. Ja, es ist sehr gut. Nee, du hast da eine gute Adaption gewählt. Ja, wir sind halt jetzt in keiner Lobby gejoint. Ne? Ich hoffe, dass die Admins sich jetzt nicht Sorgen um uns machen. Ja, ich habe viele Notifications, aber ich glaube, nee. Nee, ich denke auch. Ich glaube, es macht sich keiner Sorgen um uns. Wir haben das im Griff. So, Salvi hat einen Samira-Drop, ne? Ey, das ist das Schöne, wenn wir in der Hauptlobby sind, da haben wir immer diese geilen Overlays für euch. Auf der rechten Seite könnt ihr jetzt quasi alles sehen. Und ja, das, also wenn man früh Country 3 drin hat, das ist im Early Game schon ordentlich, ne? Ja, also Country Opening ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Generell auch sehr, sehr gut, Olaf als Headliner zu haben. Da gibt es so 2, 3 Champions, One-Cost-Champions, die ganz besonders gut sind. Ich persönlich zähle da auf jeden Fall Vi und Lilia dazu. Lilia würde ich vermuten, würde nicht jeder da sehen. Was insbesondere die Franzosen auch sehr gerne mitnehmen, ist KDA Evelyn zum Beispiel. Also Evelyn generell auch recht beliebt. Und wir sehen für Weird auf jeden Fall hier eine ganz gute Option. Metalheads haben wir jetzt schon sehr erfolgreich gesehen, allerdings vor allem in Kale Reroll und dafür hat er keine Items. Ja, und deswegen nimmt er es auch nicht. Auch soll aber bis hierhin tatsächlich ein bisschen schwieriger. Savage bin als erstes natürlich irgendwie schon nehmbar, aber ich glaube, er hatte hier schon ein Setup, womit er eigentlich winstreaken will und alles, was er hier hat, ist eher, hey, chill und irgendwann wirst du stark. Rechts am Rand sehen wir die Orkmans schon mal eingeblendet, die schon gewählt wurden. Die sind alle eingebildet. Wir haben tatsächlich 2-mal Lilia gesehen für Eis und Salvi. Könnte also sein, dass das die beiden Headliner waren. Und Salvi hat hier, ich bin in der Zeit verrutscht, der hat nicht Patient Lilia getroffen. Study. Das, doch, hat er. Okay, und was getroffen? Ich war so überfordert. Sind die Linien unter den Leuten oder über den Leuten? Ah, faszinierend. Ja. Also jetzt, wo ich weiß, dass du 39 bist, ergibt das alles Sinn. Ja gut, aber ich muss einfach widerstehen. Es tut mir leid, Sonny. Das ist okay. Ich kann mich auch hinstellen fürs Kamerabild. Also, Salvi hat in Wirklichkeit tatsächlich nicht die Lilia gefunden, sondern wieder Patient Study. Und tatsächlich sind dann leider die beiden Leute da drüber, Ice und Degree, aus meiner Sicht vielleicht besser unterwegs. Insbesondere diese Kombination mit dem Wand von Ice finde ich sehr, sehr gut. Man kann da nämlich wunderbar mit der Lilia in irgendeine AP-Komposition mit reingehen und hat dann einfach eine Menge zusätzliche AP und das ist einfach sehr, sehr stark in allen KDA-Kompositionen. Sicherlich. Salvi merkt man aber auch, der spielt ja seine Prep weiter. Ne? Also er scheint ja Patient Study, haben wir heute schon einmal von ihm gesehen, war leider ein 8. Platz, aber er sagt, nee, ich pick das nochmal, weil das auf jeden Fall was ist, wo ich mich wohlfühle. Ansonsten haben wir hier wieder Submit to the Pit. Haben wir schon mal gesehen, unglaublich dominant gewesen. Also wirklich ein Augment, was stupid strong ist. Wir haben ein Urgo 2 auf Platz 4 gesehen, was niemals, niemals legal sein sollte, wenn dann ein 3-Cost-Carry-Tooster ist in Stage 7. Ice haben wir sehr erfolgreich gesehen in den ersten beiden Partien. Dritte Runde haben wir verpasst. Das lief direkt ein bisschen schlechter für ihn, aber der Spot sieht auf jeden Fall auch schon wieder vielversprechend aus. Hat ein Ionic in der Frontline und ein Crown Guard und dahinter 5 Annies. Also das könnte Annie Reroll werden. Ja, das ist durchaus wahr. Also Ice generell ja am heutigen Tag bis hierhin absolut überragend. Ne? 22 Punkte in 3 Partien, das ist ein Schnitt von 1,5 oder sowas. Also das ist schon absolut absurd unterwegs. Man sieht aber auch direkt natürlich, dass die Annie nicht so profitiert von dem Ionic, weil die castet einfach nicht so schnell und macht vor allem spät im Fight ihren Schaden. Insofern muss er entweder Items für die Annie bekommen oder aus der Annie nochmal rausgehen. Ja, ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Also Annie Headliner war lange Zeit auch so mit das Stärkste, was es überhaupt gab. Ist allerdings immer noch ein extrem guter, eine gute Unit, um auch durchs Midgame durchzukommen. Wenn du die richtigen Items kriegst, kannst du dann auch einfach mit den Ari-Items arbeiten. Hier wiederum haben wir Twin Terror, wenn ich das richtig sehe.
mit ja, und, Wei. Wir sehen zum ersten Mal Qin Tian tatsächlich China Nummer 1. Also der ist der erste Repräsentant aus China, ist momentan noch sehr viel schlechter unterwegs als der sechste. Also natürlich ist das Seeding auch nicht unendlich aussagekräftig, aber da können wir auf jeden Fall damit rechnen, dass für Qin Tian hinten raus vielleicht noch ein bisschen mehr geht. Und der startet also jetzt hier direkt mit 6 Weiß. Das war auf jeden Fall schon mal ziemlich beeindruckend. Ja, bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Wir sehen jetzt das erste Mal Saibis Board. Der ist tatsächlich hier ja auf 100 HP und hat eben hier Vex und Samira als Executioner und davor eben Country gepackt. Dadurch tatsächlich eine ganz gute Power auf dem Board. Sollte für Winstreak Early zumindest reichen. Ja, ist natürlich, wie du sagst, eine schöne Kombination, weil er damit einfach dann in die Late-Game-Transition wirklich sehr healthy reinkommen sollte. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Ice hat direkt schon die 7. Annie auf einmal dabei gehabt. Also das hat sich sehr, sehr gut entwickelt bei ihm und damit kann man dann auf jeden Fall den Annie Reroll schon ganz gut reinbringen. Ja, also ich glaube, das ist komplett illegal, wie viel er da hittet. Vor allem hast du ja auch die Option hier aus dem Karussell im Zweifelsfall nochmal fündig zu werden. Und wenn es nur die Amu, da ist eine Annie, also gut, aber er braucht wahrscheinlich die Items, um ehrlich zu sein. Wobei natürlich der Belt gar nicht schlecht ist, weil man Nashas Tooth baut und dann nimmt er die also tatsächlich mit. Also wenn du, wenn es gut läuft, läuft es halt richtig gut. Ne? Und also noch hat er die 9. Annie nicht. Aha. Wenn die jetzt hätte, läuft er richtig schlecht. Der Arme. Ja gut, ganz gute Situation, muss man auf jeden Fall hier zugeben. Relic-Spot ist auch nicht schlecht. Wir haben ja Trade Actor gerade schon mal gesehen. Der Grund, warum das gut ist, ist einerseits, wie gesagt, dass man auf Level 8 dann ganz viel... Nee, das ist Quatsch, das ist ja das Prismatic Trade Actor. Wir haben nur das Goldene und das Goldene ist sehr gut in Kale-Rerollen zum Beispiel. Ja, also einfach in allen Rerolls ist es nett. Bei den One-Cost wahrscheinlich sogar in der Theorie ein Ticken stärker, aber in den Two-Cost auch sehr, sehr beliebt. Hier immer noch die Twitter-Variante, ne? Du willst eigentlich zwei gleiche Units ausstellen, das heißt, es wird hier der Double Twitch werden. Zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach. Und dann ist halt die Frage, ob du Jinx spielst oder Samira, aber ich denke, das ist kein Problem. Und wir sehen Salvi. Der hat einen ganz wichtigen Feind vor sich gegen diesen Olaf. Gucken wir mal in sein Gesicht. Oh ja, das sieht auf jeden Fall gefährlich aus, denn er hat zwar Vex 2 getroffen, aber die Vex 2, die hat nicht so viele Items, aber immerhin Emo mit dabei. Also könnte tatsächlich funktionieren. Er muss unbedingt diesen Olaf kaputt kriegen und der hat einen Edge of Night und heilt sich. Also das ist auf jeden Fall nicht so einfach. Es kommt aber nochmal das Pony dazu und hilft und tankt und jetzt muss es die Vex langsam hinkriegen. Und ich fürchte, das sieht ganz, ganz knapp aus. Braucht mindestens noch einen Cast, wahrscheinlich eher 2 oder 3 und oder wird er nicht kriegen. Oder 6 oder 7, also sah dann doch ein bisschen ärgerlicher aus. Ja, Olaf eben auch deswegen so ein guter Headliner, weil er sich halt über Superfan selbst nochmal diesen Black Cleaver baut. Und das wird dann ganz oft sehr, sehr unangenehm. Salvi, wir sehen es, er ist extrem gut darin, diese stärksten Boards zu finden, aber wenn du es dann halt nicht komplett nach Hause bringen kannst, ist es unangenehm. Bin gespannt, ob die Wechsline generell Teil seiner Vorbereitung war. Gehe ich fest von aus, weil er hat jetzt hier auch schon 4. Ne? Er hat mir tatsächlich gesagt, dass, also ich hatte ihn explizit gefragt, weil ich mich gewundert habe, dass bei den NA Regionals relativ wenig 3-Cost-Reroll gespielt wurde. Ob das einfach ein bisschen abgefallen ist und nicht mehr so eine Rolle spielt. Und wir hatten ja über Riven schon gesprochen. Ja. Und ich glaube persönlich, dass Riven völlig underplayed ist, was wir bis jetzt gesehen haben. Und er sagte explizit, dass Vex eigentlich auch sehr, sehr gut ist und dass das in den Scrims gut funktioniert hat. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er dabei jetzt tatsächlich bleibt. Ja. Ja, werden wir sehen. Ich meine, das Schöne ist, du kannst Vex ja auch als Secondary Carry in der Samira Combo einfach spielen. Du musst dir ja gar nicht zu viel Verantwortung geben. Sie war eine Zeit lang extrem groß, weil einfach ihre Ultimate Gegner für 1,5 Sekunden gepiert hat. Also CC'd hat. War extrem gut und das wurde dann reduziert und zwar um die Hälfte. Jetzt sind nur noch 0,75 und geht auch nicht hoch mit Star Level. Das hätte ich fast eine schöne Lösung gefunden, um ehrlich zu sein. Ja, wobei man sagen muss, sie ist trotzdem noch stark. Also man kann es trotzdem noch spielen. Das spricht dafür, dass es vorher wirklich lächerlich broken war. Und jetzt nur noch okay. Ja, Ice übrigens hat jetzt erst die 8. Annie gefunden. Also er hatte gar nicht... Er hatte erst 7 und ich dachte, er hätte schon 8. Nichtsdestotrotz fehlt jetzt nur noch ein. Auch. Ja, aber ich hatte ja auch gesagt, wenn er die 9. kriegt, dann darfst du sagen, er highrollt. Und also das will ich jetzt erstmal sehen. Ja, ich glaube, so ganz schwer. ist hier mit 30 Gold, hat auch so ein bisschen vor der Crew Ground noch ein, zwei Mal gerollt. Und hat jetzt... Na, highrollt er? Na gut, also die anderen kriegen natürlich jetzt auch tollen Loot. Wenn das zum Beispiel eine Executioner oder Country Spatula für Salvi wäre, fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, also jetzt... Also er musste nicht... er musste nicht einmal D drücken. wirklich, also... Ja, er wäre was vor der Crew Brown zweimal gerollt. Aber Eis, also... Es ist halt... Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß? Und hast du Gold am Fuß, hast du Gold am Fuß?
Okay. Oh! Anderes Körperteil? Was? Nee? Okay, dann nehme ich alles zurück. Also Icewind ist jetzt hier in einem sehr angenehmen Spot. Hat witzigerweise seine Frontline noch nicht so ganz gefunden und hält den Tomb of Trades auch noch zurück. Also er will hier etwas anderes optimieren und ich bin gespannt. Nee, ich meinte den Fußballverein. Hä? Den Fußballverein meinte ich, damit kannte ich das mal. Ah, okay. Anyway, Annie hat immer noch nicht so richtig gute Items. War das jetzt ein Anyway auch noch hinterher? Nein, oder? Willst du, dass Carina dich Timeout in meinem Chat? Das ist ja brutal, Alter. Also ich hatte hier sehr viel Spaß und Ice wird das auf jeden Fall erstmal auch noch weiterhin haben. Den Fight allerdings, den verliert er möglicherweise, denn der Olaf, der ist wirklich absolut unfair. Ja, und der hat auch einfach kein einziges Item auf Annie getan. Also er wird hier den sechsten Boost auch gerne mitnehmen, das sind nochmal plus 3 Gold. Kann jetzt sogar Vampirism nehmen, das ist immer eine entspannte Choice. Geht einfach sehr gut. Komm, Recombobulator. Na klar. Kommt aus dem Spot. Schön die Annie zu nah. Du sagst ja, man kann ja alle Tukos spielen. Natürlich. Dann würde ich dann Patreons Freestyle Carry da mal sehen. Da hätte der Belt auf jeden Fall besser drauf gepasst. So, was hat Salvi denn? Wo ist er denn? Oh, sehr weit oben. Der 96 AP. Aber ich glaube, Salvi wird hier erstmal noch nicht so viel machen. Also du hast natürlich recht, es ist wichtig im Auge zu behalten, ob er sich da gut durchtankt. Aber am Ende wird er natürlich erst später richtig investieren. Wahrscheinlich in 4-1. Egal, ob er bei der Vex bleibt oder auf Hardsteel dann wechselt. Ja, hat sich hier für Harmetsis entschieden. Auch das haben wir von ihnen jetzt schon mehr als einmal gesehen. Ist keine allzu große Überraschung, aber der Rolldown hier von Ice, der ist ein bisschen energischer, als ich gedacht hätte. Hat jetzt die drei Superfans drin, das heißt zumindest mal sein erstes Item auf der Annie. Und der hat eine Jazz-Battler mitbekommen, also so richtig geil ist das alles nicht. Und wer hier richtig Druck auf die Lobby macht, ist May auf jeden Fall. Der hat nämlich Submit to the Pit und Ogre 2 inzwischen und wird übel über alle rüberfahren. Die Konsequenz ist also, Lebenspunkte gehen schnell verloren und Salvi macht was Ähnliches. Also momentan sind die beiden da ganz gut als Duo vorne weg und setzen den Rest der Lobby ganz gut unter Druck. Ja, dann machen sie tatsächlich gut. Muss man auch einfach mal Respekt zollen, ne? Also da passiert einiges, was vernünftig ist. Und wir sind gespannt, ob Annie jetzt in den Full Winstreak geht. Das ist ja immer so ein bisschen der Plan. 3-1 hittest du, spätestens 2-2 willst du dann noch gewinnen. Gehst du gleich dabei Level 6, sei wiederum mit dem 3er Winstreak. Der fühlt sich hier also durchweg wohl. Und wir sind in einer guten Angewesenheit. Ich timeoute keine Streamer, wo ich Mob bin. Sorry, Johnny. Okay. Vielen Dank, das ist voll nett. Alright. Das scheint auch eine neue Regel zu sein, weil ich habe da schon Timeouts gesehen in meinem Leben. Aber das ist okay. Ich akzeptiere das. Hast du dich gefesselt? Ich habe mich sehr gefesselt. Aber, ja. Also tatsächlich, der Spot von Ice jetzt plötzlich überhaupt nicht mehr gut. Also die Items hat er nicht zusammengekriegt, wie Annie. Ja, ja, Schwachsinn. Und er hat sein Geld irgendwie voll ausgegeben. Ach. Ich verstehe das gar nicht. Aber warte mal. Der hat doch gerade noch 30 Gold. Wie sind die hin? In 2 Ludus und 2 Mumus geflossen, ne? Also ja. Ich finde es wirklich jetzt nicht mehr so gut. Also es war vorher wirklich ein ganz hervorragender Spot, aber jetzt weiß ich nicht mehr so richtig, was das bei werden soll. Ja, ich weiß nicht, warum er da gerollt hat. Ne? Also du sollst eigentlich stable sein. Ich denke, er hat sich geärgert, dass er nicht Recombobulator angeklickt hat und dann einfach aus Hass. Ja, ja, ja. Du und dein Recomb. Ne? Also das ist eine Liebesgeschichte, die ist wirklich enorm. Schauen wir mal, was beim Rest ist. Ich nehme sie einmal raus. Zack, dann können wir nämlich alles sehen. Da sehen wir nämlich bei Salvi Tarnbeck, Samira, Twitch, Akali, also sind das gerade 3,5 Executioner? Ne, es sind 4. Sehr gut. Ja, also die Vex hat er ja schon auf Level 2. Die hat jetzt halt den Duo dazugekriegt. Das ist natürlich schon mal ganz nett. Die Frage ist natürlich, was da für ein Headliner dabei ist. Es könnte immer noch der Tarm Kench sein. Und das wäre natürlich jetzt nicht übermäßig stark, aber gäbe ihm vielleicht die Möglichkeit, jetzt dann gleich nochmal zu wechseln. Da hoffen wir mal, dass wir gleich rechts am Rand das aufploppen sehen, dass da vielleicht zum Beispiel Amumu 2 getroffen wurde, sowas in der Richtung. Aber tatsächlich sehen wir es sogar direkt Vollbild und er hat tatsächlich einen Duplicator bekommen und das ist ehrlich gesagt nicht so richtig geil. Ich glaube, er hätte da lieber auch eine Tomb mitgenommen. Eine Tomb wäre so fantastisch für ihn gewesen. Nahezu alle Varianten. Ah, weißt du, ich muss das zurücknehmen, weil der überlegt hier nicht wegzuspielen. Der hat alle Items fertig für seinen Astral und möchte dir zuliebe nochmal eine Runde HC spielen. Aus dem Spot heraus, glaubst du? Ja, und deswegen hat er den Duplicator extra vorbereitet für... Oh, brillant, brillant. Ja. Da wird er leider contested sein, denn hier sehen wir ebenfalls ein Setup, was so nicht fertig ist und auch nicht weiterhin bei Riro bleiben wird. Allerdings, was das hier tatsächlich wird, ist Vex möglicherweise. Da müssen die beiden sich so ein bisschen aneinander vorbeiwinken. Bin ich sehr gespannt, ob sie das hinkriegen. Also theoretisch könnte King Tian natürlich hier auch Astral spielen, aber mit dem Twin Terror möchte er eigentlich eine Riro-Komposition lieber mitnehmen.
Ja, hat sich auch die Superfans zumindest so in Ansätzen auch auf der Bank gehalten, um halt eben diese Flexibilität gleich zu haben, weil Lulu auch ein Thema ist mit dem Blue-Buff. Völlig richtig. Ich denke, er wird tendenziell erstmal denken, dass er hier in Lulu reingehen muss, weil seine Vex besetzt ist. Aber wie gesagt, Salvi scheint relativ entschlossen zu sein, in Hardsteel zu landen. Wie kommst du darauf? Weil er IE, Blue-Buff und Red-Buff hat, oder was? Ja, und weil einfach da nicht so viel auf dem Board steht, er den Headliner nicht gewechselt hat, weil man sonst jetzt hier auch Tempo hätte aufbauen können. Man hätte jetzt Level 7 gehen können und den Headliner wechseln. Aber ich denke, er möchte einen 4-1 in Headliner wechseln und direkt einen auf Level 8 kaufen. Und er hat ja auch Patience Study als erstes Augment mitgenommen. Heißt also, er hat da Free XP, was er jetzt einsammelt. Insbesondere auch, weil er jetzt wahrscheinlich ein paar Fights verliert. Okay, ja, schauen wir uns auf jeden Fall an. Hier ist weiter die 6 Weiß, die wir eigentlich seit Runde 1 bei ihm gesehen haben. Die fighten hier weiter. Und sollen ihm hier so ein bisschen Freiheit verschaffen. Aber, oh Gott, egal wo wir ihn sehen, sieht so busted aus. Ja, also tatsächlich, mein Training trägt schon erste Früchte. Ich sehe schon. Master wird jetzt problemlos erreicht. Du kannst jetzt spielen, was du willst. Einfach im Midgame Urgot und dann egal. Ja, da sehe ich mich. Disco Urgot. Disco Urgot. Wunderbar. Alright, tatsächlich, die Creep-Runde ist noch nicht so aufregend, aber wir müssen uns so ein bisschen bereit machen, denn am Anfang von Stage 4 wird es auf jeden Fall bunt. Erstens sucht natürlich Ice jetzt hier unbedingt nochmal Items für seine Annie, aber der hat die letzten 4 Fights gewonnen. Insofern ist der wahrscheinlich jetzt doch ein bisschen entspannter, als ich zwischendurch dachte. Und dann gibt es aber ein paar Leute, die jetzt direkt Level 8 gehen und das Setup schon bereit haben für epische Champions. Und das hier insbesondere bei Degree sieht sehr, sehr gut aus. Der ist nämlich mit 32 Gold, die er schon investiert hat, in XP, gleich Level 8 und hat richtig viel Gold. Ja, aber ich meine, das sind dann auch nur 40, ne? Also. Nur 40? Schauen wir mal. Er hat auf jeden Fall Thresh Strike schon mal fertig. Das sieht erstmal nicht schlecht aus in der Frontline. Wechselt aber tatsächlich rüber. Und King Tian ist im Rolldown. Und der macht ihn tatsächlich auf Level 7. Das ist spannend zu sehen. Wird dann also möglicherweise tatsächlich die Lulu werden. Dafür braucht er entsprechende Headliner. Ja, aber ich meine, Twin Terror forst sich jetzt ein bisschen. Ist ein bisschen ärgerlich, wie viele Rivens er jetzt in den Rolls hat. Aber es kann natürlich auch immer dieselbe gewesen sein. Das weiß er ja selber dann auch nicht. Sind aber keine guten Hits, muss man ehrlich anerkennen. Wird jetzt am Ende zumindest hier mal Nico. Das ist übrigens so ein Skillunterschied, den man sich direkt mitnehmen kann. Ja. Die hätten jetzt weitergeholt für Lulu, hätten nicht getroffen und hätten hier komplett ins Gesicht gekriegt. Er hat gesagt, die Nico reicht mir jetzt einfach für 2 Runden und ich bleibe. Ja, also ich würde ihn da auch gerne loben, aber er spielt Twin Terror ohne Twins, ne? Also da wäre noch was. Bisschen Schwund ist immer. Manchmal muss man einfach die Losses Cup. Also wenn er da noch eine Nico reingesetzt hätte, dann wäre es, glaube ich, richtig gut gewesen. Ja, da bin ich dabei. Okay, und er kriegt tatsächlich nichts kaputt. Denn auf der anderen Seite steht die mächtige Kay, die haben wir jetzt schon ein paar Mal heute gesehen. Und ist da immer sehr, sehr gut unterwegs. Der geht's wirklich einfach jede Runde richtig gut. Also wer Kay aus einem guten Spot hätte, Salvi. Den wollen wir doch sehen. Wunderbar. Richtiger Moment, da schauen wir drauf. Aber er lässt sich auch immer so viel Zeit, dass ich glaube, die Regie wird weggehen. Er ist tatsächlich immer der hier am längsten nochmal nachschaut, nochmal überprüft. Ich meine, man hat ja auch keinen Zeitdruck. Ne? Wenn du so schnell in Comp bauen bist wie er, dann ist das alles gar kein Problem. Nee, dann sollte auch alles richtig durchdacht sein. Cybernetic Bulk ist tatsächlich in der goldenen Variante ganz gut, aber es ist immer so die Frage, ob man viele Frontline-Items hat, ob man verschiedene Tanks hat, wo man das drauf braucht. Und üblicherweise gibt es einfach bessere Sachen in der goldenen Variante. Infusion hat auch recht gute Stats. Teaming Up gibt aber natürlich dann immer gute Support-Items, aber da braucht man dann schon das Richtige. Boah, ist bei der Vex geblieben. Alles falsch, was der Streamer erzählt hat. Ja, aber okay, ich dachte, Jude Lotus wäre hier sehr krass, um ehrlich zu sein. Weil ich dachte, mehr Crit auf Executioner, so, ja, nice, nehme ich. Ist dann doch dagegen entschlossen. Boah, also, aber er hat auch das Support-Item, was extrem geil ist, ne? Er hat natürlich das maximal gute Support-Item hier gekriegt. Chalice für die Backline, also diese Vex, die macht jetzt richtig Damage. Er muss sie aber blöderweise natürlich noch auf Level 3 kriegen. Aber wir sehen schon, er ist richtig entspannt. Er ist nämlich immer noch bei 60 Gold und hat das Gefühl, er kriegt das hier ganz gut zusammen. Ja, ehrlicherweise lag es aber auch daran, dass er bis zur zweitletzten Sekunde mit dem Orkman gebraucht hat. Also da kannst du auch nicht so viel Gold noch wegrollen. Ich glaube schon, dass man für die letzte Vex hier durchaus rollen durfte, weil er ist auf 8. Ja. Ja. Okay. Also das heißt, muss aber auch. Skill-Diff. Also das ist natürlich absolut insane. Ja, ich habe gerade drüber geguckt, seine D-Taste ist golden. Meine nicht. Ich denke, das ist der Unterschied. Das ist sehr, sehr gut. Können wir das kurz festhalten? Das Salvi sehr, braucht sehr jetzt gut. Auch mal ein bisschen Hilfe. Ja, ich bin da auch bei dir, dass das sehr, sehr gut ist. Im Gegensatz zu Ice, der ja in einem sehr, sehr schlechten Spot ist mit seinem 6er Winstreak, Ari. Naja, was hättest du lieber? Any 3 oder Lulu 3? Any 3. Nee, ist tatsächlich Twin Terror, Double Lulu, die ist schon
Also das ist... Ja, wir haben vorhin über Hologramm immer wieder geredet, aber diese Variante ist natürlich auch klasse. Man kriegt die Lulu dann natürlich auch doppelt. Heißt also, hier wird auch Hyperpop ohne Ende verteilt und in dem Fall hat er sogar noch Crash-Test-Dummies dabei und diese Dummies profitieren natürlich auch von Twin Terror und haben nochmal ein bisschen mehr HP. Oh, brilliant, ja. Good point, good point. Sind die Kleinigkeiten, die einen glücklich machen. Ja, da genießt man einfach dann nochmal extra. Dann klickt man es besonders gerne an. Schon, ne? Also auch einfach, um der Welt zu zeigen, weißt du was, ich kann lesen. So, ne? Einfach so, oh, wahrscheinlich ist es nur irgendwie 3% besser, weil die profitieren ja wirklich von fast gar nichts. Es ist unendlich gut. Unendlich gut, meine Damen und Herren. Nee, das wurde ja ein bisschen angepasst, dass jetzt da auch noch ordentlich HP drauf sind. Insofern ist es schon ganz nett, glaube ich. Oh, ich wollte uns gerade rausnehmen, aber wir waren nie drin. Angenehm. Ja. Im Nachhinein zu wissen, ist nicht so entspannt wie währenddessen. So, wo sehen wir denn hier Salvi? Auf der 6, ne? 6, 3. Ja, HP-technisch ist es schon ein bisschen weniger entspannt jetzt geworden. Wir sind unter 50 HP inzwischen angekommen, aber mit Vex 3 sieht das eigentlich ganz gut aus. Was halt klappen muss, ist, dass die Frontline dann auch einigermaßen stabil wird und die ist auf jeden Fall noch sehr ausbaufähig. Aber natürlich schon mal sehr, sehr gut, dass er nicht contested wird auf der Vex und insofern auch nicht auf Amumu. Und gleichzeitig sind sehr viele 3-Cost-Champions rausgekauft worden. Urgot sehen wir hier, aber natürlich auch die Lulu parallel und da wird parallel wahrscheinlich auch noch Echo und die Nico geholt. Heißt also, für Salvi ist eigentlich der Weg auf die Amumu komplett frei. Boah. Schon geil hier das Setup, oder? Ja, aber also wenn dieser eine Urgot nicht kommt, dann ist halt schon echt direkt einiges an Problemen da. Deswegen kriegt jetzt hier auch der Jax zusätzliche Items, ne, hat er ihn wieder angesprochen, den kann man auch so ein bisschen mitnehmen. Der ist nämlich auch noch nicht 3-Star, aber auch der wird es gerne noch werden. Ja, und dann wird es goldmäßig halt langsam eng. Und sag mal, was hat der da gerade gemacht? Der hat aus Versehen keinen Infinity jetzt auf den Urgot gemacht, das kannst du doch nicht machen. Ja. Du scheinst nicht so glücklich. Also, ja, wir haben das zufällig ja gesehen bei den europäischen Finals und da wurde auch Jax Reroll gespielt und das ist einfach so viel schlechter, als es früher war und auch als Urgot ist. Und wenn ich 8 Urgots habe, dann kriegt der meine Items. Ja, okay. Ja, nee, also, ich habe 6, Jax. 6. Ja, ja, ich sehe den Punkt. Ich bin bei dir. Aber wir sind auch, wir kriegen noch Items. Wahrscheinlich hat er nur nicht das Beste bekommen. Und ja, aber mein Urgot ist jetzt 3. Ja, ja, aber er soll ja das beste Item kriegen. Was ein Crit, den er verteilt hat? Ja, glaub schon. Ich glaub nicht. Okay, na gut. Alright. Oh. Der Spot sieht auf jeden Fall natürlich jetzt weiterhin ganz gut aus mit dem Urgot 3. Die Frage ist, was macht Yush parallel? Der hat das getroffen, was man braucht, allerdings nur auf 8. Auf was ist das? 11 HP. Boah. Reicht dir der Spot? Weil nee, besser kommst du nicht ran an das Setup. Ja, jetzt bist du ja sehr negativ. Na gut, schauen wir mal, was Lulu 3 dagegen machen kann. Wie gesagt, immerhin doppelt in der Backline, auch ein bisschen skurril natürlich, dass beide Items haben. Das sieht man sehr, sehr selten, aber Hyperpop macht's möglich. Ja, und es hat sich in der Lulu-Variante ja dann doch ein bisschen beliebter, aber man sieht halt die Hazi-Kombination, die beste Comp in TFT, fährt auch über die nächste Kack-Reroll-Comp locker flockig drüber. Muss ich aber sagen, finde ich schon frech, weil das ist halt Lulu gut getroffen mit perfekten Augment, finde ich fast. Ich weiß ja, ob Twin Terror tatsächlich besser als... Ja, ich würde es ein bisschen einschränken, insofern, dass das die Frontline nicht so geil ist. Ja, okay, okay, okay. Und insbesondere natürlich bedeutet, dass man Items auf der Lulu hat, auch, dass man keine in der Frontline hat. Und dass dann da Z2, Astral 2 relativ stark durchlaufen, finde ich irgendwie auch okay. Na gut. Dann nehme ich das mal so hin. Degree ist auch in der HC-Comp, allerdings mit Astral 1. Aber dafür mit 2 Six, 2 Poppies. Also die Bank sah krass aus, ne? Sein Board nicht. Und bei Salvi wiederum... Der ist Level 8 mittlerweile. Der ist auf 7 Samiras. Und der findet hier... Er hat immer noch den Duplikat, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Also ja, aber die schlechte Nachricht ist, dass seine Frontline immer noch dürftig aussieht. Also immerhin hat er den Thresh 2, aber Amumu ist natürlich absolut abenteuerlich. Kriegt jetzt immerhin Pantheon 2 mit dazu. 6 Execution auf dem Board, 3 Guardians. Aber möchte natürlich eigentlich nicht 3 Guardians spielen, sondern möchte da einen mächtigen Amumu 3 stehen haben. Und da werden wir leider nicht mehr drankommen. Nee, da sind wir ganz, 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 ganz weit von weg. Wir haben jetzt zumindest hier nochmal die Fliegscore für Akali bekommen. Das ist ein ziemliches Top-Outcome, weil bei Execution können die Spades ja anyway kritten. Das heißt, Fliegscore ist auf Execution nochmal sehr effizient. Und ja, das Duell ist jetzt so ein bisschen das Duell der Reroller und deswegen dürfen wir es nicht sehen. Ja, wir gucken stattdessen auf Yush, der kämpft ums Überleben. Insofern irgendwie auch folgerichtig, dass wir da drauf gucken. Sein Set allerdings wird hier den Fight wahrscheinlich gewinnen können, denn auf der anderen Seite ist es Kartus Carry und der hat einfach nicht den Burst, so ein Set kaputt zu machen. Ist ja keine HC-Comp, ne? Da merkt man wieder mal den Unterschied. Da kann der Essery dann natürlich auch wieder austeilen. Fairerweise muss man aber dazu sagen, Weird ist hier mit 50 Gold unterwegs und hart am Chillen. Also der hat gerade gar keinen Druck und Ice wiederum verliert mit seiner Reroll Annie gegen Reroll Kale.
Ist tatsächlich, also so ein bisschen ernsthafter natürlich, so ein bisschen leicht zu verstehen. Ne? Man hat One-Cost-Reroll gegen Two-Cost-Reroll, da ist einfach in dem Moment, wo Two-Cost-Reroll getroffen wird, One-Cost-Reroll üblicherweise schwächer. Würde man denken. Und was noch besser ist, ist Drei-Cost-Reroll und das und sehen wir hier bei Salvi. Noch besser als das ist Hardsteel. Salvi wiederum ist jetzt eben, du hast es angesprochen, Samira 3, Vex 3. Das Problem ist so ein bisschen, die Samira hat ein Item. Ne? Das heißt, die Power, die dieser Champion sonst hat, der ist jetzt nicht im selben Maße da. Und auch hinter Country verbirgt sich tatsächlich einiges von der Power normalerweise, weil wenn das Pferd reinkommt, kriegst du halt Spellvamp und auch Attack Speed. Aber wir haben den nächsten Fight. Und hier ist tatsächlich 6-2 vor Ezreal 2 getroffen worden. Vor dem zweiten Ezreal getroffen worden. Ja, da muss man auch verkaufen, glaube ich, den Ezreal, weil dieser 6 macht hier nicht genug. Die Frage ist aber, ob es der Zed alleine vielleicht hinkriegt. Wir sehen es hier, der heilt sich wunderbar gegen und der Zed tankt so lange mit. Und es reicht tatsächlich, das Setup von Degrees stark genug. Level 9 muss man ihm lassen, hat er natürlich hier, also insofern hat er natürlich auch dann die entsprechenden Ressourcen, entsprechende Upgrades zu treffen. Boah, ist die Lobby eng, ne? Da unten 7 HP, 8 HP, dann kommen 20, 24 und das Schöne ist, Salvi, der ist mit seinen 28 HP hier gerade auf Top 4 Kurs. Das wäre ja zumindest mal was, um sich hier mal wieder zu stabilisieren. Das Problem ist, der Rest kann durchaus auch noch Upgrades hitten und der ist mit seiner Samira jetzt eigentlich so ziemlich auf seinem stärksten Punkt. Ja, ehrlich gesagt war ich auch ein bisschen überrascht, dass er nicht früher härter gerollt hat. Hat natürlich dadurch die Samira auch getroffen, aber hat die letzten zwei Fights vor dieser Runde jetzt verloren gehabt. Also er hat sich jetzt gerade auf 28 HP stabilisiert. Hoffen wir mal, dass er die nächsten Fights ebenfalls gewinnen kann. Und parallel sehen wir May und der Urgot 3 scheint hier tatsächlich einfach unterzugehen. Ja, Urgot 3 ist am Fighten, kriegt allerdings dieses Vigo-Ult natürlich auch sofort ins Fressbrett. Das tut nicht allzu gut. Vigo mit der nächsten Ultimate ist einfach alles weg. Also die Moschas sind Rudeltiere, aber Vigo ist halt ein Massenmörder. Ne? Also es ist eine ganz unangenehme Aneinanderreihung von Umständen. Und das war halt ein harter Stomp, der dazu führt, dass... Also Submit to the Pit hier als Achter rausgeht, hätte ich niemals für möglich gehabt. Also das würde ich wirklich gerne nochmal angucken, weil ich glaube, er muss da Mist gemacht haben. Ich kann es mir nicht anders erklären. Er hatte so früh auch Urgot 2, er hatte so ein HP-Lead. Natürlich kann auch alles schlecht laufen und so weiter, aber ich glaube, das durfte nicht so ausgehen. Und ich glaube ernsthaft, dass das mit dem Jax ein Fehler war. Ja, kann ich, also ehrlicherweise, ich habe die Line nicht viel gespielt, ne? Aber irgendwas ist hier passiert. Lass uns überlegen, was? Was haben wir verpasst? Was hat Salvi bekommen? Nicht sowas krasses, ne? Naja, Pentakill-Emblem auf der einen Seite auf jeden Fall, True-Damage-Emblem auf der anderen. Salvi wiederum hat sich, glaube ich, gerade gegen das Country-Emblem entschieden. Ja, ich glaube ehrlich gesagt auch die Executioner-Setups, die sind nicht so abhängig von dem Feld. Du hast natürlich recht, das hilft auf jeden Fall, aber das größte Problem, was er hat, ist, dass der Frontline nicht gut genug ist und... Ja, aber da wäre ja ein Hotte-Hü gar nicht so bad, ne? Hotte-Hü wäre nicht schlecht gewesen, ja, was das angeht. Aber stattdessen ein zweites Item auf der Samira wahrscheinlich dann doch ein bisschen höher zu raten. Er muss halt sau schnell die Fights gewinnen. Das muss man einfach ganz klar so festhalten. Und er hat den letzten Fight wieder verloren. Das heißt also, in der Stage hat er jetzt 3 von 4 Fights verloren. Er hat am Ende der letzten Stage einen Fight verloren. Ich glaube, er braucht jetzt leider wieder ein bisschen Hilfe. Und das ist natürlich nicht das, was wir hören wollen. Nee, das wollen wir gar nicht hören. Wir wollen aber hier jetzt natürlich mal auf die Lulu achten. Die killt dann natürlich sofort die Tentakel. Die kommt aber wieder. Jetzt wechseln wir hier den Fight nach unten. Und da sehen wir Salvi jetzt. Der ist auf der unteren Seite des Boards. Und oh mein Gott, die Samira, du bist ein Freestyle-Champion. Mach doch mal was. Wex, die Ultimate kommt auch nicht raus. Salvi geht den Damage mutig entgegen und überlebt ihn. Aber nur knapp. Boah, ey, das hat wirklich wehgetan. Sehr ungünstig, wie sie da positioniert waren in der Backline. Wir konnten es schön sehen, dass die Ezreal Ulti da wieder komplett aufgeräumt hat in der Backline. Und auf der anderen Seite trifft hier Ice jetzt tatsächlich Echo 3 auch noch auf seine Annie 3. Und das hat natürlich dann schon Late-Game-Potenzial. Aber es ist insgesamt trotzdem auch ein ganz merkwürdiges Setup mit einer Emo-Spatula und einer Jazz-Spatula inzwischen. Ja, aber ich meine, du hast 4 Emo und musst deswegen die eine oder andere Unity spielen. Die Amumu war einfach sehr contested in der Lobby. Das heißt, das konnte ja dann dadurch so ein bisschen skippen. Ich finde das gar nicht so bad hier. Und ich finde generell auch in der Annie Reroll kommt mittlerweile dieses auf Level 8 rollen für Nico und Echo's Restyle ist ganz nett. Aber trotzdem. Links sehen wir Salvi. Salvi muss unten links. Oh, und der spielt gegen Urgot Headliner und der hat einen Edge of Night und tankt als erstes die Vex-Ulti weg. Und aber dann geht er down. Yorick einfach mal deleted. Was haben wir noch? Die Poppy, die hat natürlich Aggressionspotenzial. Die Vex, die muss das jetzt für uns richten. Wo geht die Ultimate hin? Ins Nichts. Early Griefer, aber trotzdem. Die hat sich rüberteleportiert, glaube ich, in die Ecke. Oh, ich hoffe es einfach. Aber währenddessen sehen wir auf der rechten Seite einen schönen Finisher-Move. Zack, boom, bam. Bedeutet für uns, Salvi auf jeden Fall einen Platz weiter oben und Ice immer noch am Leben. Das ist krass. Wir haben Ice ja vorhin schon ein paar Mal mit seinem Executioner-Move da die Leute zerstören sehen. Und jetzt auch wieder ist der Mann jetzt am Ende der Lobby noch am Aufräumen. Boah, aber Leute raus. Also, guck dir das hier an, wie eng das da unten ist. Ne? 4 HP, 5 HP, 9 HP, 15 HP. Und selbst Relic als Zweiter mit 23 bist ja auch nicht gesund.
Ja, aber der hat 60 Gold. Also ja, der ist immerhin. Aber Salvi hat 28. Hält. Also von den Einäugigen ist Salvi der Pirat. Ja, aber ich hoffe sehr, dass er damit irgendwelche Tanks noch zusammenkriegt, weil ansonsten wird das trotzdem nicht reichen. Er wird ja wahrscheinlich zu tun haben mit so Leuten wie Annie 3, Lulu 3, irgendwas in der Richtung. Oder auch noch so ein Asriel 3. Und ich glaube, gegen Asriel kann er nicht viel machen, weil ja, seine diese Negativität will ich hier nicht hören. Zusammenstehen wird. Komm hier nicht mit Logik. Er geht tatsächlich Level 9 und packt den Tamkens mit rein. Er hat genau genug Geld dafür und bringt extra für dich 3 Country aufs Board. Und da bin ich doch sehr, sehr glücklich, dass das hier passiert. Das wollen wir sehen, Leute. Country 3 Kai. Hätte lieber den vierten Guardian, bin ich ehrlich. Ne? Aber da ist ja kein Gold für da. Wir sind auf 0. Entscheidet sich tatsächlich hier für einen Rageblade. Und damit nochmal mehr Power in dieser Mira. Er wird das wissen. Wenn Amumu nicht 3-Stars, haust du alle Items auf die Backline in der Hoffnung, dass du einfach was killst. Schön nochmal umpositioniert. Jetzt vielleicht ein bisschen besser da reingebracht. Und jetzt geht's gegen die Lule. Die Lule oben rechts, unten links unsere Carries. Oh, da ist natürlich bitter, dass die Target Dummy sofort in die Backline springen. Thresh, wir brauchen einen guten Hook. Aber der ist CC'd und stirbt ohne zu ulten. Aber trotzdem kein schlechtes Setup gegen die Lulu auf der anderen Seite. Die braucht auch lange. Die Samira muss unbedingt noch was machen. Wächst noch eine letzte Ult, die kriegt sie nicht raus. Und dann ist der Hex da auf der Samira. Und die Samira wird rausgenommen. Doppel-Hex, Doppel-Polymorph. Und dann ist einfach nicht der Damage da. Und Salvi droppt hier leider als Sechster raus. Und alle anderen überleben. Es ist so bitter, ne? Wenn Vex diese Ultimate macht, die beiden Lulus stehen ja aufeinander. Du brauchst nur die eine Vex und vielleicht unten links hinstellen oder was auch immer, aber es ist natürlich auch einfach unglaublich frustrierend. Startet dadurch leider mit 2-8, einen 7. und einen 6. Platz, also wirklich ein 4 Games zum Vergessen. Und wir hoffen natürlich, dass er den Mental Reset hier einmal nochmal packt, noch einmal neu ran. Aber blicken jetzt hier auch auf diese Lobby, weil sie einfach unglaublich eng ist. 2, 5, 5, 9 HP. Also enger kann es eigentlich gar nicht werden. Ja, Relic hat natürlich auch sein Geld ausgegeben. Ist jetzt wahrscheinlich auch Level 9 angekommen. Und wir sehen Degree Level 10. True Damage Spatula auf Lucian 2 da in der Backline. Das sieht monströs aus. Ja, und auch dieser Yorick, du hast es angesprochen. Trotzdem, das war eben ein Board, was beispielsweise Salvi besiegt hat. Ne? Und die Annie, die nimmt sich natürlich Tempo auf, geht allerdings jetzt Melee in den Yorick rein, weil er mit Edge of Night die Akku getrockt hat und wird dann einfach weggedonnert. Das hatte so ein bisschen was vom bösen Gold. Ja, also das war fragwürdiges Verhalten in dem Fight von Annie, aber ich glaube wirklich, dass da jetzt auch nicht mehr viel geht. Die True Damage Spatula und Lucian 2 kamen jetzt noch mit dazu und tatsächlich hat sich Relic auch nicht verzockt. Der ist hier angekommen in der Top 2 und ist jetzt im Heads-Up gegen Degree. Ja, und Degree wiederum ist halt eben hier mit einem Monster-Liner. Ne? Illaoi 2, Yorick 2 als Headliner, Lucian 2, Six 2, Poppy 2, ja. Auf der anderen Seite sehen wir nur Kale 3, das ist natürlich auch nicht schlecht, haben wir jetzt schon mehrfach gesehen heute. Eine Pentakill-Spatula, Metalheads als gutes Augment und eine weitere Pentakill-Spatula auf dem Cannon. Da muss man durchzählen, sind das 10 Pentakill? Aber sind es noch nicht, ne? Ich glaube auch, das waren keine 10, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich gehe da jetzt zumindest mal nicht von aus und wir wollen uns diesen Fight natürlich zu Gemüte führen. Unten rechts der Lucian, ganz, ganz wichtig, der schießt den nahe über den Haufen. Alter, alles was der anschießt, fällt sofort auf. Aber die Kale ist immer noch am Arbeiten da im Hintergrund. Qiyana da vorne am Vorrücken und Illaoi wird als nächstes rausgenommen. Kriegt dann nochmal den Cast raus, dann ist da nochmal ein weiteres Target, der Tentakel tankt. Und Relic verliert die Runde. Degree für Nordamerika mit dem ersten Platz. Stark. Also muss man wirklich sagen, hat das hier sehr, sehr gut gemacht. Vor allem auch im richtigen Moment gegreedet. Ne? Wir haben es gesagt, deine guten Rolls. Wenn du High Rolls, wenn du gute Sachen hast, da musst du Erster, dann musst du Zweiter werden. Und genau das ist ihm hier sehr, sehr gut gelungen. Für Ice wiederum auch schön zu sehen, hat die Annie Rerocop gespielt, hat sie jetzt am Ende auf dem vierten Platz gepilotet. Der ist aktuell vor dieser Runde Erster gewesen. Jetzt kann man sagen, ja, mit dem vierten kann er nicht zufrieden sein. Ja, aber doch, ne? Es ist halt Top 4, all relaxed. Runde 4 von 12, ne? Heute 6. Das heißt, 2 haben wir noch. Ja, und aus deutscher Sicht muss man sagen, wir haben Salvi wieder versucht, zum Sieg zu schreien. Heute leider noch nicht so der Tag für ihn und können nur hoffen, dass das hier noch für ihn weiter nach oben gehen kann. Aber er braucht ehrlicherweise morgen einen ganz, ganz, ganz besonderen Tag, um hier noch zurückzukommen.